Tag, Servus, Moin, Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute geht's das erste Mal um etwas, was nicht so viel Spaß macht. Denn der Dorsten hat ein Video veröffentlicht, wo es um ein Thema geht, das mich dann doch auch aufstoßen hat lassen. Wer diesen Kanal verfolgt, schon mal danke dafür. Weiß, dass ich seit ein paar Monaten versuche, mir einen Überblick über die alternative Klemmbausteine-Welt zu machen oder zu schaffen. Und mal, ich habe letztes Jahr im April, März, April, mein erstes alternatives Set gebaut und seitdem einige. Und was sich aber selbst in dieser kurzen Zeit schon für mich erkennen ließ, da gibt es einen Hersteller aus Asien oder China. Oder ein paar Hersteller, die besonders gute Teile haben, wo man schon ja, dem dänischen Original sehr nahe kommt oder teilweise auch übertroffen. Und da ist Malking so eine Firma, wo klar ist, okay, wenn man Malking-Set kauft, dann bekommt man auch gute Teile. Habe ich ein, zwei gebaut und das war auch merklich. Und da mit ein bisschen Videos gucken und so weiter, kommt man irgendwann an den Punkt, die Steine, um die es geht, heißen Go Bricks. So. Jetzt ist es so, dass Go Bricks, wenn man sich ein bisschen, nur kurze Erklärung, ich verlinke natürlich das Video, um das an sich geht, vom Dorsten, der geht da sehr genau rein und nerdet sich da in Fabriknummern und was weiß ich was. Das ist jetzt nicht mein Anspruch, weil mir geht es ja um Bauen und Spaß. Aber hier sind wir jetzt dann schon sehr nah an Leute verarschen oder so. Um was geht's? Es gibt immer wieder von Herstellern, wenn Sets nicht verkauft werden dürfen oder warum auch immer sie zerrupft werden, hat man oft die Möglichkeit, als Klemmer sich Card-Packs zu kaufen. Und das habe ich bei Bluebrick schon, die Architekturpacks, als die Minifiguren verboten wurden, gab es da tolle Architektursets. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Einfach so Kiloware, wo man Steine für einen guten Preis bekommt, den man weiterverwenden kann. Was ich jetzt über die wenigen Monate, mit denen ich mich in dem Thema beschäftige, schon festgestellt habe, ist, es gibt diese Go-Brick-Steine und die scheinen besonders zu sein, weil sie eben zum Beispiel in einem Malking-Set drin sind. Jetzt habe ich letzte Woche in einem Forum gelesen, dass Mod Bricks, so heißen sie, Mod Bricks, Entschuldigung, Mod Bricks, nicht Malking, sondern Mod Bricks, Kiloware Go Bricks Steine verkauft. Dachte ich mir, oh cool, das ist mal die ideale Chance, sich diese Steine anzugucken. Und dann kam am Samstag das Video vom Dorschen und das hat mir dann doch aufgestoßen. Warum hat es mir aufgestoßen? Oder vielleicht zum Hintergrund. GoBricks ist ein B2B-Portal in China, wo man sich im Prinzip als Firma Steine kaufen kann oder auch Sets zusammenstellen lassen kann und so weiter. Das war vorher wohl ein Portal, in das unterschiedlichste Hersteller ihre Steine eingepflegt haben und dann konnte der kleine Paul oder die Firma Paul sagen, ich brauche die und die Steine, so und so konfektioniert, schickt sie mir. Und das scheint jetzt wohl mittlerweile seit längerem so zu sein, dass bei Go Bricks, bei diesem Handelsportal, eigentlich nur noch ein Hersteller dahinter steht. Ich habe einen schönen Artikel gefunden, den ich euch unten verlinke. Er wird so ein bisschen als das Foxconn der China Bricks genannt. Und anscheinend ist das diese Firma, die diese Steine herstellt, die man hier in der europäischen Community oder zumindest in der deutschen Community als Go Bricks bezeichnet. An sich waren es vorher wohl gemischte Parts, aber heute ist es wohl so, alles was von diesem Portal kommt, ist von einer Firma. So, jetzt hat die Firma, nicht die Firma Modbricks, sondern die Firma hinter Modbricks, die heißt Prigamo GmbH, diese Marke angemeldet, GoBricks, anscheinend auch in Kooperation mit oder in Absprache mit dem asiatischen Original und hat auf dieses Set oder auf diese Kiloware draufgeschrieben, das sind GoBricks-Steine. Sie haben die Marke
Sie haben Steine, können Sie tun. So, da sind wir, rechtlich dürfte das alles sauber sein, aber wenn man jetzt mal, ich bin Unternehmer und in jeder kaufmännischen Ausbildung lernt man die, die Ethik des, ja, des ehrbaren Kaufmanns. Und das ist eigentlich jetzt sowas, was ich der Firma Modbricks oder Brigamo GmbH fast absprechen möchte, weil ein Leitsatz davon ist auf jeden Fall mal, verkaufe nichts, was du nicht liefern kannst, oder verkaufe keine falschen Tatsachen. Und wenn eine ganze Community und diese Firma kommt aus dieser Community und sie ist mit dieser Community groß geworden, sich jetzt sagt, okay, alle Steine, die wir in Sets verpacken, sind automatisch Go-Brick-Steine, kann man das schon machen, wird aber wahrscheinlich in dieser Community nicht lange gut ankommen und zu Problemen führen, was es jetzt auch tut. Rechtlich wahrscheinlich alles einwandfrei oder kann man so machen. Der Dorschen hat es als Geschmäckle benannt. Ich nenne es, dass ich hier mir schon überlege, ob man es mit einer Firma zu tun hat, die den Leitsätzen des ehrbaren Kaufmanns folgen oder Kauffrau folgen oder nicht. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die behalte. Ich schaue jetzt mal so ein bisschen von außen durch, ob da Teile drin sind, die ich haben will, weil es sind ja sicherlich nicht die schlechtesten Steine. Man hat so durchblicken hören, dass es von der Razor Crest Resten sind. Auch da kann man bei dem, wie sie das gemacht haben, kann man auch drüber reden, ob das ist Business, klar, aber ob es ehrbares Kaufmannsgehabe ist und ob man sich so lange so einen Ruf aufbaut, einer ehrbaren Firma, mit der es schön ist, zu handeln oder einzukaufen, sollte sie sich überlegen. Das war meine Meinung zu diesem Thema und hoffentlich das nächste Mal wieder mit witzigen Dingen. Das war der Donnergurgler für heute, meine Meinung, bis dann, ciao. Lasst es euch gut gehen.